Hi Leute, im heutigen Video geht es um meine Schreibtischlampe, die mein Homeoffice-Alltag ein klein wenig aufgewertet hat. Und das ist die Screenbar Plus von BenQ. Zuallererst mal ein Disclaimer, BenQ hat mich angeschrieben und hat mich gefragt, ob ich die Lampe testen und ein Video darüber machen möchte. Seitens BenQ gab es überhaupt keine Review-Guidelines, das heißt, sie sehen jetzt auch dieses Video zum ersten Mal. Ich habe dafür auch absolut gar kein Geld bekommen, ich darf die Lampe allerdings im Anschluss behalten. Da das jetzt meine erste Kollaboration mit einer Firma war, wollte ich das von vornherein mit euch klarstellen, wie meine Position zu solchen Kollaborationen ist. Also wenn mir Firmen was zuschicken, was ich denke, das könnte für mich interessant sein, das könnte für euch interessant sein, dann würde ich auch darüber ein Review machen, wie ich das jetzt mit der Lampe hier gemacht habe. Aber ich würde jetzt niemals irgendwie Geld von einer Firma annehmen, damit ich irgendwie über ein Scheißprodukt dann im Prinzip irgendwie gute Sachen sage. Also schon wieder viel zu viel geredet, nach dem Intro geht direkt das Review los. Die Screenbar Plus ist eine LED-Lampe, die man auf den Monitor befestigt und den Schreibtisch anstrahlt. In der Verpackung befindet sich neben Papierkram die Halterung, die Lampe an sich und das Steuerungsrad. Die Lampe wird einfach in die Halterung gesteckt, die relativ schwer ist, damit alles stabil am Monitor hängt, ohne dass man Angst haben muss, dass einem das Teil irgendwann mal auf die Hände fällt. Die Halterung wird auf den Monitor gestellt und das USB-Kabel der Steuerung wird reingesteckt. Strom wird per USB gezogen, das heißt, man kann sich das Ding einfach in seinen Laptop oder in seinen Computer reinstecken. Oder wie bei mir, ich habe jetzt USB-Anschlüsse direkt am Monitor, das heißt meine Lampe, die hängt jetzt direkt im Monitor drin. Sobald die Lampe mal Strom hat, ist sie auch sofort betriebsbereit. Die Steuerung liegt vor mir auf dem Schreibtisch und kann von dort aus dann einfach bedient werden. Diese hat zwei Knöpfe, ein Drehrad und einen Ambient Light Sensor. Eingeschaltet wird die Screenbar Plus mit einem Klick aufs Drehrad. Die zwei LEDs darunter zeigen an, welcher Einstellungsmodus gerade aktiv ist. Hierbei gibt es einmal die Helligkeit und zum anderen die Lichttemperatur. Das Drehen am Rad verändert so beispielsweise die Helligkeit. Mit einem Klick auf den rechten Knopf wird in den Farbtemperaturmodus gewechselt. Hier gibt es eine Range von 2700 Kelvin, also ein sehr warmes Licht, bis 6500 Kelvin, was dann im Prinzip ein ganz weißes, bläuliches Licht ist. So kann man natürlich das Licht dann so anpassen, wie es einem am besten gefällt. Der linke Knopf startet diesen automatischen Modus. Das bedeutet, der Ambient Light Sensor, der fängt das Umgebungslicht ein und je nachdem, ob es jetzt gerade hell ist oder besonders warmes Licht hier ist, passt sich das Licht der Lampe dann automatisch an. Natürlich kann man dann von dort aus wieder in den manuellen Modus schalten und es dann nochmal nachjustieren, wenn es einem vielleicht zu hell oder zu dunkel ist. Schreibtischlampen sind jetzt natürlich nichts Neues. Die Idee bei dieser Lampe ist jetzt allerdings, dass man den Schreibtisch ausleuchten kann, ohne dass man selbst geblendet wird oder dass es irgendwelche Reflexionen direkt auf dem Monitor gibt. Den Winkel des Lichtstrahls kann man dann einfach mit so einer Drehung direkt an dieser Stange verändern. In der Praxis funktioniert es auch erstaunlich gut. Ich finde, die Screenbar Plus gehört zu diesen Dingen, die man jetzt nicht wirklich braucht, aber wenn man sie dann mal hat, dann möchte man sie eigentlich nicht mehr missen. Ich habe es jetzt seit circa 2 Wochen benutzt und habe gemerkt, dass ich es jetzt nicht nur abends, also wenn es jetzt generell ein bisschen dunkler hier ist, anschalte, sondern auch tagsüber und dann eigentlich nur so ein leichtes Licht mache, damit der Schreibtisch ein bisschen ausgeleuchtet ist, weil ich das eigentlich ganz angenehm finde. Ob sie das Geld für 130 Euro wert ist, muss man für sich selber entscheiden. Wenn man das Geld hat, dann kann man sie sich getrost kaufen. Ein Link zur Lampe ist auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, dann gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Abonnieren nicht vergessen, um keine weiteren Videos zu verpassen. Lasst mich auf jeden Fall unten in den Kommentaren wissen, ob euch das Review gefallen hat, ob ich sowas öfters machen soll. Ich habe jetzt eigentlich nicht vor, da so einen Tech-Gadget-Review-Kanal hier zu machen. Also das ist eigentlich nicht das Ziel, das interessiert mich auch nicht. Da gibt es schon genügend davon. Bei der Lampe, das hat mich jetzt halt einfach sehr interessiert, deswegen habe ich das Video hier mal gemacht. Aber ja, ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann, euer Kevin.